Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moving Out. Heute gehen wir diese geheimnisvolle Geheimnismission an mit unserem geheimen Auftraggeber, von dem wir noch nicht so sehr wissen, ob dieses Geheimnis eigentlich gut für uns ist. Und das war jetzt viel Geheimnis. War ganz wichtig. Ich glaube, es ist ganz schlecht, was wir jetzt hier tun, aber es ist schon okay. Ja. Also besser als Unfälle bauen. Ja. Ich habe eben festgestellt, man kann hier so driften. Sekunde. Man kann die über die komplette Map federn, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt gerade nicht hin. Dann lass zum Depot. Okay. 61 Gegenstände, von denen wir wahrscheinlich nicht wissen, was es ist. Nee. Das sind Sachen auf Türmen. Wie habe ich das zu verstehen? Und 2 Minuten 25 müssen wir. Boah. Und es sind so Fließbänder. Das sieht so aus. Gibt's Knöpfe? Sieht nicht so aus. Wir probieren's. Und dann sind so Kreissägen. Oh mein Gott, das sind Kreissägen. Wir haben schlechte... Wir probieren es einfach mal aus. Ja. Ja, es kann nur gut werden. Ist dies das richtige Gebäude? Es ist leer. Das ist, weil Wochenende ist. Wer arbeitet schon am Wochenende? Wir machen das. Machen wir uns an die Arbeit. Okay. Kisten, ganz viel Kisten. Okay. Und wo müssen wir die Sachen aber rausbringen? Mal gucken, irgendwo muss doch... Wo ist denn unser Auto überhaupt? Achso, muss es einfach nur nach da hinten? Muss einfach nur aufs Förderband? Es muss einfach nur aufs Förderband. Ja. Ja, okay, dann... Möbelpacker! Easy peasy! Raus mit dem Zeug! Okay. Oh shit. Nee. Top. Sorry. Ich versuche die Türme einfach zu... Ja. Ach, ich weiß nicht mal, wer wie man greift. Ach, mit R. Keine Ahnung. Stimmt, mit RT greift man, da war okay. was. Okay, ist was. Hier noch irgendwas, was man... Aha, okay. Danke. Zack, weg damit. Kann man es irgendwie schlau machen, dass man es... Ja, kannst sie umschmeißen, lauf gegen. Und dann... Ich hab die in die falsche Richtung. Wie genau schmeißt man sie um? Einfach gegenlaufen. Okay, gut. Mit großer Gewalt. Sehr gut. Gewalt ist... Ja, das war aber nicht perfekt. Ich dachte, man kann Gewalt sie gezielt das slappen. Lösung. No. Stimmt, slappen geht bestimmt auch, aber... Wie bist du da jetzt raus? Ah, da ist die Tür. Das ist die Tür. Warum bewegt sich das nicht? Komm. Top. Oh je. Ich will immer noch sprinten. Ich brauche einen Sprint-Button. Ja, das stimmt, der fehlt. Ja, Nora, schmeiß. Oh. Oh, Slap. Das hängt fest. Das bin ich. Okay. Ach ja, das bist du. Aber ist okay. Sorry. Oh mein Gott. Genau, wir machen das so schichtweise. Der eine macht noch da, der andere. Es steckt fest. Shit. So. Meißen. Ziehen. Oh mein Gott. Wir müssen bei den Sofas dann da hinten gleich gucken. Nehmen wir mal zusammen. Und drop. Top. Ist man schneller, wenn man springt? Ich frag's mich auch, ich mach's aus Gefühl, aber das bedeutet manchmal nicht. Ein bisschen. Ich helfe dir noch hier beim Sofa. Danke. Und dann. Oh, die ganzen Sofas, da müssen wir alle doppelt machen. Welche Sofas? Die bei den Kreissägen. Ja, ja. Aber kriegen wir hin. Oh ja. Das ist das fette, ja, yeah, genau. Jetzt noch den kleinen Tisch. Das läuft. Okay. Das läuft. Jetzt die Kiste richtig um. Noch 50 schmeißen. Sekunden. Das kann, ne? Ja. Will mir eine Person mit dem Sofa. Gleich. Okay, ich komme. Wow! Oh shit. Stab. Okay. Das. Okay. Top. Wir haben das gleich. Ja. Oh Gott! Ah. Und jetzt? Und jetzt? Das letzte. Okay, wir. Ihr schafft das! Achtung! Das Sofa kann sich. Okay, jetzt sind Silber. Mama! Nein, ich bin I'm on the edge. Ja, aber du bist weitergekommen. Wir dürfen nur das Sofa nicht killen. Okay, ja. Und jetzt durch. Durch mit euch! Ah, top. Und jetzt muss es nur noch. Durchfahren! Und wir haben es geschafft. Nice! Wir hätten es fast. Ich will immer Fließbänder haben. Fließbänder sind voll cool. Ja, das ist gut zum Ablegen von Sachen. Ja. Jemand hat Zeit damit verbracht, alles in ordentliche Stapeln zu sammeln und sie dann einfach hier zu lassen. Ihr riecht. Okay. Sekunde. Ich rieche hier etwas Fischiges. Mhm. Mhm.
Tut mir leid, ich hatte zu Mittag Thunfisch. Diese Kommentare, also. Das ist großartig. Okay. Oh, Silber. Lief nicht schlecht. Dieses Level hat so Goldpotenzial später. Ja. Benutze nur die mittlere Anlieferungsspur. Crazy. Musst du durch die Türen alles durch. Ja. Nee, never. Liefer zuerst alle Kisten aus. Zuerst alle Couches aus. Okay. Oh. Wollen wir es nochmal versuchen und Gold machen? Vielleicht im zweiten Durchgang, oder? Oder wollt ihr das gleich? Wir waren sehr nah dran. Ja, wollen wir nochmal schnell kommen? Ja, Nora hat schon recht. Da waren wir so nah dran. Das war so, das Level ging auch so schnell. Komm, da zieh mal. Okay, jetzt einfach mit vollem Karacho. Überlegen. Wollen wir auch gleich versuchen, erstmal alle Kisten abzuliefern? Nein. Ich glaube, das wird zu kompliziert. Das schaffen wir nicht. Ich laufe direkt nach hinten in den dritten Raum und mache da, dass wir uns die Räume aufteilen. Der eine macht... Aber dann wird die Karte wahrscheinlich wieder so... Also ich finde es ein bisschen unsympathisch, wenn die Karte so... Vor allem, was wirst du im dritten Raum alleine mit den Sofas? Ja, okay. Ich gehe aber schon direkt in den zweiten Raum rüber. Dann könnt ihr schon mal in dem anderen den anderen klären. Ja. Okay. Dann... Nora, ich laufe durch und du haust hier die Sachen von hier hinten aufs... Ah. Oh, das ist alles dahin geblieben. Das war ja richtig dumm. Wie wirft man eigentlich nochmal? Wie kann man nochmal slappen? Ja, slappen kannst du Viereck. Mit Viereck, ja. Aber wie wirft man? Hinten... Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Das ist so schlimm, man will sich hier... Tempo. Jetzt komm! Scheiben, scheiße. Einfach drüber ge... Sofa. Nein! Oh Gott! Kiste, okay. Fast. Ja, Nora. Nee, sorry. Das sind die letzten, oder? So, ja. So, jetzt könnt ihr direkt annehmen. In der Theorie schon. Upsi, das war nicht so grandios, aber es geht. Aber wir schaffen das. Läuft. Top. Und ich brauche dann hier noch Hilfe. Bei den Zweier-Sachen. Ja, Petri. Ich komme. Okay. Da kommst du nicht durch. Da kommst du nicht durch, ich komme nicht durch. Okay, dann das Sofa. Mein Toast fliegt weg und ist auf. No. Yes. Okay. Sofa sitzt. Okay. Alter, wie weit mein Toast fliegen kann. Braucht man den Tisch hier? Ja, den Tisch brauchen wir auch. Sekunde, ich komme. Ja. Oh mein Gott, ich krieg das sogar allein hin. Wow. Tom, sehr gut. Der Stuhl noch? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Nee, Stuhl nicht. Egal, er geht mit. So, jetzt schnell in den nächsten Raum. Ihr macht die Sofas, ich mach die Kisten hier. Okay. Nora? Ich sterb nicht. Ich sterbe aber. So. Nein. Don't die. Jetzt. Okay. Bam. Top, super. Nächste Sofa. Okay, Achtung, wir warten wieder, bis der... Jetzt. Ja. Top. Mega. Top. Jetzt noch schnell, letzte Sofa. Oh Gott. Alles gut. Lauf. Aha. Okay. Hä? Und jetzt. Okay. Achtung. Und jetzt lauft. Oh Gott. Ja, es geht. Macht das. Und schnell weg. Und jetzt geschafft. Und wir haben. Wow, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Das war sehr, sehr gut, Leute. Das war. Jemand hat die ganze Zeit damit verbracht. Das ist alles fischig. Diesmal hatte ich Thunfisch. Ja. Nice. Komm, High Five. Nice. Ja, läuft. Gold. Ein Gold-Level. Aber dafür ist es dann schwieriger, die, also zum Beispiel nur die Kisten als erstes reinzuhauen, weil da oben... Da musst du gar nicht, darfst gar nicht auf Zeit gehen, glaube ich. Nee. Da musst du einfach nur... Okay. Geheimnisvoller Kunde, gute Arbeit. Wir haben noch einen Auftrag für dich im verschlossenen Lager. Jetzt ist auch für dich, wir sind aber drei, ne? Aber ist okay. Wie kommen wir hinein? Wir haben den Schlüssel verlegt. Versucht, die Tür aufzurütteln. Aha. Okay. Wir rauben hier Leute aus. Okay. Oh mein Gott. Ja, wir... Warum gibt es hier so viele verschlossene Lager? Die sind voll illegal unterwegs. Top. Gar nicht wissen, was unser Kisten. Boss dazu sagt. Ah, super, wieder Förderbänder. Das finde ich gut. Aber ja, da gucken wir jetzt gleich mal drauf. Drei Minuten. Du wahrscheinlich durch Räume durchfördern. Ja, irgendwie so. Geh mal hin. Ich möchte nicht wissen, was in all diesen Kisten ist. Bestimmt illegale Waffenlieferung. Hm. Unsere Aufgabe ist es, umzuziehen, nicht Fragen zu stellen. Nicht gut. Ups, habe ich ganz vergessen. Ja. Ich dachte, mein Job wäre Fragen stellen. Okay.
Kisten, okay, Sofas. Aber wo gehen die ganzen Sachen raus? Da, wo wir gerade stehen. Mhm, mhm. Wir nochmal gucken. Ah ja. Nee, hä? Ah doch, da, wo wir gerade stehen. Okay, da, wo wir stehen, okay. Okay. Oh, ja, ich glaube, Förderband-Action halt, ne? Ja. Nachdem. Also ist dieser Raum zum Droppen sehr gut. Ja. Da kann man natürlich überlegen, ob man die Einzelkisten direkt durch die Tür durchgeht, weil man dann nicht auf drei Fässer... Ich fange gleich da hinten an, dass ich das schon alles aufarbeite. Ich hau die Fässer hier gleich um. Okay. Top. Wir machen einfach. Ja. Auf die Plätze, fertig. Los! Was sogar los? Ich hab nicht Okay. Slap, ich nehme die Sachen. Ah, fuck. Ich mach mal einen Test, wie das ist, wenn ich das jetzt hier einfach... Hey, ich komme da nicht durch. Ist das jetzt dein Ernst? Okay. Ja, du musst nur, kannst nur durch die Tür durch. Oh, das ist ja dumm. Das war vorher... Achso, stimmt. Nee, es war vorher genauso. Okay. Ja. Oh, sorry. Ja, ich glaube, die Kisten... Naja, es ist ja, denke ich, schon schneller, wenn wir sie hier einfach runterschmeißen. Ich glaube auch. Die großen Sachen kriegen wir zwar nicht, aber... Ich muss mir das Schmeißen noch angewöhnen. Ja, ich weiß nicht mehr, wie man schmeißt. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir haben Dinge vergessen. Ich hänge in der Tür. Oh Gott. Ich glaube, die kriegst du nicht durch. Die ist zu fett. Oh Gott. Num, num, num. Die Einzelkisten rückt durch die Türen durch, wenn sie klein sind. Hier wollte ich eigentlich als erstes hin. Oh! Wow. Oh mein Gott! Aber das ist gar nicht schlecht, das ist gar nicht schlecht. Peter, kannst du versuchen, die alle wegzudingsen? Ich versuche in der Zeit... Ah, scheiße, das eine klemmt fest. Okay. Komm schon! Nora, mach die kleinen Sachen erst, sonst kommen wir... Ich kann die machen. Die Abstände sind ja nicht groß. Das ist kein Stress. So. Wer hat schon wieder gepupst? Ich war das, glaube ich, habe mich hier eingeklemmt. Oh nein, schon wieder? Ja, ich glaube, immer wenn ich da zur Ablage mich runter... Ach nein, ich krieg eine Kiste nicht. Okay. Das ist ein komisches Firmenlogo. Auf das sollten wir achten. Ja, ist ein bisschen... Oh Gott! Ich möchte gern... Oh, top. Okay. Ist jetzt hier noch das Sofa? Sofa? Das kriegen wir durch die Tür durch, oder? Achtung, hier sind noch Sachen, ne? Ach nee, da müssen wir jetzt ganz schnell... Das kriegen wir ja alles hier durch. Ja, ich hoffe auch. Also ich habe beschlossen, dass Springen das neue Sprinten ist. Okay. Na okay. Das ist beschlossene Sache. Das kriegen wir nicht durch die Tür durch. Petra, geh weg, Mama. Ja, ich hab mich festgehangen. In meinem blöden Wasserspender hier. Jetzt, was ist denn das? Was passiert hier? Der Wasserspender ist scheiße. Stille, okay. Du kommst dahin. Aber wieso ist der... Was tut er denn? Der Wie wirft man? Ich weiß es nicht mehr. Wir können es schaffen. Wir haben 20 Sekunden. Tisch. Ich brauche Hilfe beim Tisch hier. Ja. Gehst du, Nora? Ich... Okay, ich gehe. Okay. Top. Und den müssen wir jetzt auch noch hier durch. Und den einen Stuhl noch. Den ich mach. Stuhl. Top. Wie wirft man? Scheiße, ich hab mich verdrückt. Ich bin gesprungen anstatt... Ich frag mich, wo ich wäre, hätte ich nicht die Freude des Umziehens entdeckt. Du wärst genau da, wo du angefangen hast. Mist! Wie wirft man nochmal? Wir hätten das fast geschafft. Ich weiß es nicht mehr. Wollen wir es nochmal machen? Ja, komm. Ja. Aber wie wirft man? Shit, ich hab nicht auf normal spielen gedrückt. Oh, ja. Warte, können wir nochmal? Einfach nochmal. Oh. Ihr werdet keine Mühe haben, in das nächste Gebäude zu gelangen. Wir haben das Schloss für euch abgenagt. Abgenagt? Das sind Ratten vielleicht. Der geheimnisvolle Kunde hat offenbar starke Zähne. Ihre Zahnarztversicherung muss erstaunlich sein. Okay. Mein Toast spricht genauso wie der Bösewicht. Das verschlossene Hebellabor. Aber wir gehen jetzt mal ganz schnell hier rein. Ja. Und wir müssen das... Ja, einfach genauso, nur schneller. Mhm. Ja. Habe ich gehört. Ja, ich gehe wieder in den letzten Raum. Blablabla. Eigentlich lief das ganz gut. Aber ja, ich hab's. Let's go. Ich hätte nicht hängen bleiben dürfen mit dem... Und los geht's. Bam!
Ich frage mich auch, was das Problem mit dem Wasserspender ist. Ja, der ist schwer einfach. Vielleicht den auch übers Förderband eher. Präzision! Es staut sich auf... Nein, es staut sich alles. Wieso? Das ist ein Fließband. Es hat sich nicht zu stauen. Fließen. Es soll fließen, ist so. Ich weiß nur, wie ich springe mit den Sachen. Wie kann ich das machen? Das muss ich mal ganz kurz... Ich würde Weg sparen, wenn ich es werfen könnte. Ich weiß es nicht. Kisten. So, dann räume ich mal diesen... Komm, du Sofa. Wir müssen auf jeden Fall den Wasserspender und den Tisch da bald rausbekommen, dass wir schneller... Wasserspender kommt. Wasserspender ist doof. Das hat er gehört. Ist okay. Ich klemme. Er darf sich ruhig beleidigt fühlen. Der Wasserspender. Aber das mit dem Logo von der Firma ist schon sehr interessant. Petra, kannst du direkt in den nächsten Raum gehen, da oben und... In den oben? Ja, in den oben. Und aus Fließband schmeißen kann. Dann, ich glaube, dann... Ja, wir sehen, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Wir haben noch eine Nora, wollen wir schnell den Tisch holen, wa? Ja, können wir machen. Ach, warte, scheiße, hier lang. Der geht, ja. Haha. Ich war nicht. Ich kann auch den Stuhl erstmal schnell wegschmeißen. Ups. Stuhl. So. Sind aber auch absichtlich. Aber so. Auf dem Tisch. Jetzt. So, top. Und dann holen wir ihn auch zurück. Ja. Und Petra, du kannst ja vorne einmal den Stau regeln. Das fährt sich von alleine. Was fährt sich von alleine? Ups. Warum hast du den Tisch so schnell? Okay. Er klemmt fest. Warte. Er geht. Okay. Den Stuhl, kannst du den Stuhl machen? Komm, mach den Drop jetzt! Okay. So, jetz 45 Sekunden. Lass den Tisch nehmen? Ja. 45 Sekunden. Top. Ja, kriegen wir hin. Das Sofa nehmen. Perfekt. Okay, und jetzt direkt im nächsten Raum. Weg. Ich brauche einmal hier Hilfe. Wie wirft man nochmal? Ich komme, glaube ich, gleich Hilfe. Hier. Rechts, links, geradeaus. So. Top. So, und jetzt das Sofa noch. 25 Sekunden. Okay. Ich gehe rettet. Okay, ja genau. Den Stuhl rettest du, ich rette die Kiste. Und dann geht es einfach nur um. Hupsi. Die Tür ist kaputt. Tisch schnell. Und schnell das 9 Sofa. Sekunden. Wie wirft man? Das scheiß Sofa. Sofa. Schnell. Ah! Mitlaufen, nicht blocken. Oh mein Gott. Alter, das war knapp. Ja, das war schon wieder genauso knapp. Oh, Jemine. Wir waren gut. Ich will trotzdem nochmal nachschauen, wie man... Ja, wir werden das nachgucken, wie man wirft. Ja, irgendwie war... Vielleicht hält Werfen ja noch weiter. Was ist mache ein Konditionstraining? War da ein Laufband? Irgendwo? Ich glaube, dass man einfach... Achso, nee, dass man auf dem... Laufband irgendwie Strecke zurücklegt. Ja, das Laufband ist ein Laufband, ja. Okay. Mit diesem... Ach, das ist doch wieder unser Paketboss. Mit diesem Umzug habt ihr euch eine Goldmedaille verdient. Erinnert mich an einige der besten Umzüge in der Geschichte von zügigen Umzügen. Die guten alten Tage. Wenn ihr unsere größten Hits erleben wollt, kommt beim VHS-Laden vorbei. Die Gepäckrettung von 84. Ein Memory freigeschaltet. Nice. Voll gut. Dann lohnt sich wirklich. Wir kriegen wahrscheinlich eindeutig zu wenige Goldmedaillen. Ja, ich glaube auch. Dann gucken wir beim nächsten Mal, was auf dieser VHS-Kassette drin ist. Yes. Und ja. Wir werden hoffentlich wieder schmeißen können. Wir garantieren wir schauen nach, wie man schmeißt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.